Die verschwundenen Zwerge sind von hier aus zu ihrer Patrouille aufgebrochen. Wenn wir ihrer Spur folgen, finden wir auch raus, was mit ihnen passiert ist. Hoffe ich. Hier lang. Und seid auf der Hut. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Nichts, womit wir nicht fertig werden. Sie waren definitiv hier. Das ist gut. Es heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Hierdurch kommen wir in die tiefen Wege. Gehen wir! Ich glaube, hier hinten ist ein Durchgang. Tretet zurück. Ich mache uns den Weg frei. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ja, und wie es aussieht, führt der Weg nach unten. Untote? Wieso gibt es hier Untote? Tausende haben in den tiefen Wegen ihr Leben gelassen. Das war nicht meine Frage. Das sieht zwergisch aus. Es könnte einem der verschwundenen Zwerge aus Kal'Sharok gehören. Kommt schon, suchen wir uns... Wir sollten hier entlang. Harding, würdet ihr bitte? Dieser Fels, er fühlt sich... Brooke, ich glaube, da drin ist jemand. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Ihr seid es. Ja, ich bin's. Harding. Aber ihr wart... Nein, das kann nicht sein. Oh, mein Kopf. Ruht euch einfach aus. Ihr seid jetzt außer Gefahr. Irgendwas ist noch da draußen. Ja, es ist aber nicht mehr hinter euch her. Ich verstehe. Mögen die Ahnen mit euch sein. Wir sollten weitergehen. Ich spüre in der Nähe noch jemand anderen. Seid vorsichtig. Vertraut auf nichts, was ihr hört. Vertraut auf nichts, was ihr seht. Und danke, Harding. Bleibt hier. Euch kann jetzt nichts mehr geschehen. Kommt schon, es werden noch mehr vermisst.
Bergbauausrüstung. Sie wurde vermutlich schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Der gesamte Fels hier ist von Lyrium durchzogen. Es überrascht mich nicht, dass jemand es abbauen wollte. Diese Schleifspuren. Das sieht aus, als wäre jemand hier lang geschleift worden. Wir müssen sie finden. Jemand ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sucht weiter! Jetzt doch noch Dämonen? Wann sind das jemals keine Dämonen? Ich würde da drin sterben. Vielen Dank. Bleibt hier, wo es sicher ist. Seht mal, hier führt ein Weg durch. Es ist noch jemand in der Nähe. Kommt schon.
Ihr seid jetzt in Sicherheit. Harding, was geht da vor sich? Das bedeutet, wir sind auf der richtigen Spur. Bleibt hier. Euch kann jetzt nichts mehr geschehen. Versperrt. Harding, könnt ihr... Danke, Harding. Das war ich nicht, Rook. Ich habe ihn nicht bewegt. Was soll das heißen? Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Rotes Lyrium. Darüber können wir uns besser Gedanken machen. Der Dämon kommt. Porter Harding, ihr hättet nicht herkommen sollen. Ihr brauchtet Hilfe. Wir wissen, dass das Ganze eine Falle ist. Und dennoch seid ihr hier. Ihr Narren. Ihr wundervollen Narren. Was ist passiert? Meine Erinnerungen sind vernebelt. Ich weiß noch, dass ein Schrei aus den Schatten kam. Und dann nichts mehr. Ich erwachte in Dunkelheit. Gegen den Stein gepresst. Ohne genug Platz, um auch nur zu atmen. Die Zeit verlor jede Bedeutung. Eine Stimme voller Verzweiflung flüsterte mir ins Ohr. Habt ihr die Stimme wiedererkannt? Wer war es? Ein Schatten. Eine Fäulnis im Stein. Und sie ist hinter mir her. Die einzige Möglichkeit, sie aufzuhalten, ist, mich ihr zu stellen. Tut das nicht. Sie wird euch verzehren. Ihr müsst euch ausruhen. Ich schaffe das schon. Tiefer drin. Dort ist das Herz des Titan. Dort muss ich hin. Dort endet es. Das Herz des Titan? Sind wir etwa in einem Titan? Woher wisst ihr... Ich weiß es einfach. Was auch passieren wird... Wir sind an eurer Seite. Ich danke euch. Euch allen. Ich bin bereit. Rotes Lyrium ist normalerweise verderbt. Dieses hier allerdings nicht. Es ist einfach nur Lyrium, das wütend ist. Bilde ich mir das hier nur ein? Diese Kristalle sehen doch wie Adern aus. Da drüben, das Herz. Dort muss ich hin. Durchatmen. Wir kriegen das hin.
Sieh mich an! Erinnerst du dich nicht? Wir wurden in Millionen Teile zerbrochen. Und nur das hier ist übrig. Zorn und Schmerz. Mein Zorn und mein Schmerz. Du hast mich verbannt. Es war unerträglich. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ihre Welt ist auf unseren Trümmern aufgebaut. Uns bleibt nur unsere Rache. Lauft! Was ist mit Handling los? Sie wird die Höhle zum Einsturz bringen. Oder Schlimmeres. Wir müssen zu ihr. Wir lassen Harding nicht im Stich. Wir können noch zu ihr durchdringen. Harding, das hier muss aufhören. Ihr bringt uns doch alle um. Begreift ihr denn nicht, was ihr getan habt? Die Elfen haben uns unsere Träume entrissen, damit die Erde ruht. Warum sollten sie gedeihen, während wir gebrochen und vergessen werden? Ihr seid Worte, Harding. Ihr seid mehr als dieser Zorn. Ihr glaubt an das Schöne in dieser Welt und seht das Gute in anderen. Haltet daran fest. Hört ihr, haltet daran fest. Ihr habt uns alles genommen und dachtet, ihr hättet gesiegt. Doch wir sind noch hier. Verändert, aber nicht fort. Was ihr auch versuchen werdet, unser Eins wird gedeihen. Das war heftig. Ich bin noch immer nicht klar im Kopf. Wie auch immer. Seid ihr bereit? Bringen wir euch nach Hause. Stilgard und die anderen kehren nach Kal'Sharok zurück, um von den Ereignissen zu berichten. Sie werden in den kommenden Tagen stark sein müssen. Genau wie wir alle. Ich würde sagen, ihr habt eure Stärke hinreichend unter Beweis gestellt. Ich? Also ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ihr könnt mich übrigens ruhig fragen, wie es mir geht. Wie geht es euch? Ich hatte Angst, ich würde mich an die Titanen verlieren. Aber ohne sie wäre ich überhaupt nicht hier. Richtig? Wie könnte ich mich selbst verlieren, wenn sie schon immer ein Teil von mir waren? Und wie geht es jetzt weiter?
Zunächst mal halten wir die Elfengötter auf und danach... Naja, ein Schritt nach dem anderen? Dann sehen wir ja, wohin mich mein Weg führt. Hab Vertrauen in euch. Ich jedenfalls habe es. Eure Unterstützung kennt einfach keine Grenzen, oder? Ich gebe mein Bestes. Oh, und ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber... Danke, Rook. Ohne euch wäre ich jetzt nicht hier.